Was kommt eigentlich zum Einsatz bei der Drückjacht in Südafrika? Bei vielen Herstellern war natürlich die Skepsis gegenüber einer Drückjacht in Südafrika sehr groß, weil sie halt einfach Afrika immer noch mit der klassischen Einzeljagd verbinden. Wie vorher schon erwähnt, ist die klassische Einzeljagd in Summe aber deutlich aufwendiger als zum Beispiel eine gut organisierte Drückjacht. Und wir hoffen natürlich, dass vielleicht der ein oder andere, der sich diesen Film dann anschaut, seine Skepsis auch beiseite legt und vielleicht Südafrika in Zukunft dann auch mal mit einer Drückjacht in Verbindung bringt. Wir haben es uns trotzdem nicht nehmen lassen und haben mehrere Waffen. Krieghoff Doppelbüchs Drilling Optima, eine Krieghoff Semprio, eine Blaser R93, eine Merkel Helix, dann verschiedene Zieloptiken, ein Zeiss, ein Leica, ein Kalis sowie unterschiedliche Munitionstypen im Einsatz. Unter anderem die Norma Bondstrike, die wir ja in Namibia testen wollten. Die Tötungswirkung der Bondstrike konnten wir deshalb auch nur auf kurze Entfernung hier auf der Drückjacht testen. Die Schussentfernung betrugen im Mittel 50 Meter und alle Stücke lagen nahezu im Feuer. Bis auf ein starkes Gnu, welches eine Fluchtstrecke von 200 Meter hatte und dann verendete. Hier lag der Treffer aber kurz hinter dem Zwerchfell. Die Tötungswirkung bei mittelschweren Wild auf kurze Distanzen ist enorm. Am ersten Tag hatten wir die Möglichkeit, einen Jäger zu begleiten, der die Federal Powershock Ammunition 375 H&H Magnum 300 Grain Softpoint benutzte und eine Eland Antilope streckte. Die Wirkung auf das Stück war trotz des guten Schusses hinter das Blatt so, dass das Stück noch gut 100 Meter ging, bevor es verendete. Anschusszeichen lieferte die Munition bei diesem Stück ausreichend. Vor dem Hintergrund, dass der Schweiß hier sehr schnell trocknet, sind die 30 Minuten zwischen Schussabgabe und dem Finden des Anschusszeichen durch den PH bemerkenswert. Die Nachsuchen auf der Drückjacht am Limpopo werden von zwei einheimischen Trackern und einem Berufsjäger mit jungen BGS durchgeführt. Die Herausforderung für den Hund und den Hundeführer ist das Klima. Frische Schweißspuren trocknen hier bei über 30 Grad so schnell, dass es für jede Art von Schweißhund eine Höchstleistung ist, der Fährte zu folgen und den Hundeführer zum angeschweißten Stück zu bringen. Es war wichtig, dass auch Totsuchen durchgeführt wurden, damit der 11 Monate alte BGS Schweißriemen und Nachsuche mit einem Erfolgserlebnis verknüpfen kann. Wegen der Trockenheit beginnen wir mit den Nachsuchen auch sofort nach der Beendigung des Treibens und lassen das Stück nicht, wie in Deutschland, erst einmal krank werden und dann ins Woodland gehen. Der überwiegende Teil der Nachsuchen wurde dann von den beiden Spurenlesern erledigt. Beide kennen die Region wie ihre Westentasche und auch die Gefahren, die im Busch lauern. Es ist keine Seltenheit, dass man Löwen, Büffeln und auch schwarzen Mambas über den Weg läuft. Deshalb gilt für den Jagdgast auch die strikte Anweisung, sich an die Vorgaben der Jagdleitung zu halten und dem Tracker nur dann zu folgen, wenn der sein Okay gibt. Kleine Anmerkung zu den Schlangen. Wie man hier auf diesen Fotos erkennen kann, schlagen die Schlangen hier auch am hellerlichten Tag zu. In diesem Fall war es ein Impala, der am Wasserloch verendete. Wird man von einer Schlange gebissen, sollte man Ruhe bewahren und das Handy griffbereit haben. Warum das Handy? Man muss wissen, dass wir hier mitten im Busch sind und vom nächsten Dorf mindestens 30 Minuten entfernt weit werken. In dieser Region gibt es ca. 20 verschiedene Giftschlangen, unter anderem die Puffotter, Speikobras oder wie schon erwähnt die schwarze Mamba. Ein Biss hat hier in der Regel meistens tödliche Folgen, weil wir eben zu weit vom nächsten Dorf entfernt sind und meistens auch gar nicht klar ist, von welcher Schlange wurde man denn gebissen. Deshalb gilt nach dem Biss einer Schlange Ruhe bewahren, Foto von der Schlange machen, damit man auch weiß, von was man gebissen wurde und das richtige Gegengift verabreichen kann. In der Regel kommt es jedoch selten zu Begegnungen mit Löwen, Leoparden und Schlangen, da diese den Menschen schon viel früher wahrnehmen und dem Konflikt aus dem Wege gehen. Gefährlich wird es, wenn Schlange, Büffel oder Löwe keine Fluchtmöglichkeit mehr haben und zum Angriff übergehen. Vor diesem Hintergrund ist die Arbeit der Treiber auf so einer Drückjacht zu bewundern. Der größte Unterschied zum typischen Treiber in der Heimat ist, dass der südafrikanische Beater extrem laut ist. Das ist ein Spektakel, wenn knapp 100 Menschen durch den Busch laufen und mit den Gesängen das Wild auf die Läufe bringen. So etwas wird man in Europa nicht erleben. Hunde werden während der Treibjagd nicht eingesetzt. Der Schuss auf das Wild erfolgt hier nach strengen Regeln, die verhindern sollen, dass es keine Paketschüsse gibt. Es wird wie in Deutschland gejagt. Erst das Kalb oder der Frischling, erst danach das adulte Stück. Oftmals wechselt das Wild so schnell an, dass man sich gezielt ein jagbares Stück aus dem Rudel picken muss. Mit zwei Schüssen kommt man in der Regel gut klar, weswegen auch ein Doppelbüchs-Drilling, in diesem Fall ein Krieghoff Optima Drilling mit dem Leica Tempus Rotpunktvisier, auf so einer Drückjacht seine Berechtigung hat. Denn oft wechseln Schakale oder Kleinantilopen wie Duika und Steinböckchen auf kurze Entfernung an, sodass diese mit Schrot erlegt werden können. Geschossen wird nur aus dem Treiben heraus und mit mindestens 45 Grad zum Nachbarschützen. Kugelfang ist der gewachsene Boden, alles so, wie man es aus der Heimat kennt. Mehr als überzeugen konnte auf jeden Fall das Leica Tempus Rotpunktvisier. In Kombination mit dem Krieghoff Optima Doppelbüchs-Drilling ist es die optimale Ausrüstung für diese Drückjacht. Die Evo Green von RWS im Kaliber 9,3x74R ließ zielballistisch keine Wünsche offen und brachte auch bei größeren Wildarten wie Eland oder Oryx genügend Anschusszeichen und Ausschüsse.
Als Geheimtipp entwickelt sich immer mehr das Carles Helia 1 bis 5 x 24 Drückjagdblas, welches wir schon auf der Drückjagd in Frankreich im Dezember 2019 im Einsatz hatten. Auch hier machte das Glas seinem Namen alle Ehre. Wir denken nach wie vor, dass man in dieser Preisklasse schwer etwas Besseres findet als das Carles. Kommen wir zurück zur Munition. Speziell Norma hat in Afrika einen sehr guten Ruf. Wir möchten unsere Erfahrung mit der 9,3 x 62, 18,5 Gramm, 285 Grain nicht unterschlagen, die einer der Jagdgäste mehrfach erfolgreich im Einsatz hatte. Die Stoppwirkung dieser Munition ist enorm, auch wenn es nicht die schnellste Kugel auf dem Planeten ist. Alle Stücke lagen entweder im Knall oder hatten extrem kurze Fluchtstrecken von maximal 50 Metern. Der Schütze verwendete eine Blaser R93, montiert mit einem Zeiss Drückjagdglas Victory V8 1,1 bis 8x30. Zeiss bewirbt das Glas ja mit den markigen Worten: das vielseitigste Zielfernrohr von Zeiss. Qualität setzt sich eben auf Dauer durch, ganz gleich, ob die Marke Zeiss, Leica oder Carles heißt. Erstaunlich war für uns die Wirkung der Winchester PowerPoint in 30-06. Kein Ausschuss bei starkem Wild, Gnu, Oryx, Wasserbock. Zielballistisch trotzdem sehr gut, denn das Wild verendete nach kurzer Fluchtdistanz. Wir hatten ja bereits in Rumänien die Erfahrung gemacht, dass unterschiedliche bleifreie Geschosstypen bei starkem Wild schnell an ihre Grenze geraten und keinen Ausschuss produzieren. Auf der ersten und wahrscheinlich letzten Drückjagd 2020, bedingt durch die weltweite Corona-Pandemie, lagen am Ende der Jagd 188 Stück auf der Strecke. 19 unterschiedliche Wildarten, darunter die Klassiker wie Streifengnu oder Warzenschwein, aber auch Elandantilope und Kudu, machten die Strecke bunt. An dieser Stelle an den geneigten Leser nochmal der Hinweis, dass diese Jagd hier unten am Limpopo eine Fleischjagd ist, auf der aber auch Trophäenträger frei sind. Das Bejagungskonzept kommt den umliegenden Dörfern zugute. In Summe werden 150 Menschen in Lohn und Brot während der Jagdsaison gehalten. Sämtliche Einnahmen aus Jagdlizenzen und Wildbrettverkauf kommen den Gemeinden am Limpopo zugute und werden für den Bau von Schulen und sanitären Einrichtungen verwendet. Das Drückjagdkonzept ist von der regionalen Umweltbehörde zertifiziert und als eine der nachhaltigsten Lösungen bewertet worden. Wir alle leben in der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie schnellstmöglich ein Ende findet und ein Teil der von K&K Premiumjagd geplanten Drückjagden zumindest im dritten Quartal 2020 stattfinden und Gäste diese wunderschöne Region am Limpopo wieder besuchen dürfen. Denn diese Jagd bietet auch einen hohen Erlebnisfaktor für den Teilnehmer. Der Artenreichtum ist beeindruckend und beschränkt sich eben nicht nur auf 3 bis 5 Schalenwildarten wie in der Heimat. Das war es auch schon wieder gewesen mit unserem kleinen Ausflug nach Südafrika zur Drückjagd an den Limpopo. Für den einen oder anderen, der sich den Film jetzt angeguckt hat, wird das höchstwahrscheinlich mal was ganz Neues gewesen sein, weil die meisten verbinden Afrika nach wie vor mit der klassischen Einzeljagd. Wir hoffen natürlich, dass euch dieser Film gefallen hat und ihr natürlich auch einen Daumen nach oben da lasst und hier unten die Kommentarleiste fleißig bearbeitet. Für konstruktive Kritik sind wir natürlich immer offen und Kanal abonnieren kann natürlich auch nicht schaden. An dieser Stelle nochmal ein kleines Dankeschön an die Unterstützung der K&K Premium Jagd und deren Partner aus Belgien. Wir hoffen natürlich, dass wir das zweite Projekt, was wir in Namibia geplant hatten, dann möglicherweise vielleicht im nächsten Jahr umsetzen können, wenn wir dann wieder nach Südafrika und nach Namibia einreisen dürfen. Ich sitze jetzt höchstwahrscheinlich hier noch 2 Wochen in San Francisco Bay fest, was nicht wirklich der schlechteste Ort ist, um in der Corona-Krise festzusitzen, um das mal so sagen zu können. Aber irgendwann will man dann auch wieder nach Hause. In diesem Sinne, weit man teil und bis die Tage.